kjer da steht, nächstes Video, Instanz Mausoleum of Bones oder zu Deutsch Mausoleum der Knochen. Was könnt ihr eigentlich direkt skippen? Wenn ihr gutes Bier habt, dann wäre eigentlich nur jetzt mit dem Ladakill. Nicht zu lange gebraucht hab. So. Da war der erste Schatz. Jetzt geht's hier rauf. Hier haben wir den ersten Champion. Gekillt geht's hier rauf auf die Brücke, springt hier runter. So, ich spawn dann Skelette. Aber die ist sicher. So, Gargoyles killen. Den Gegenstand hier. Und dann spawnt auch schon wieder der Boss. Vielleicht. Vorher die ganzen Mobs einmal killen, sonst habt ihr ein bisschen Damage. Wenn ihr den Boss gekillt habt, wir runterspringen, habt den nächsten Champion. Immer wie. Oh, hast du da noch Schatz? Wie immer, Link in der Beschreibung für das Screenshot-Package mit der Anleitung, wie ihr die schnellste Route findet, wo sich Geheimnisse befinden und auch Bosse. Hier hoch, springt durch die Spalte. Hier befindet sich meistens auch ein Schatz. So, hier muss das gehen. Ihr könnt hier hochspringen und habt auch noch ein Geheimnis. Ja. So, achso, der nächste Boss. Ich zeig euch noch schnell, wo man das nächste. Oh, ja. Wo man das nächste Geheimnis findet. Also sobald ihr hier in diese Spalte reingesprungen seid und dann in den mittleren Raum lauft, den Champion tötet, seid ihr eigentlich schon durch. Da braucht ihr nicht mehr viel machen. Ja, hier ist das Geheimnis. Alles klar. So, wie immer abonniert. Link findet ihr in der Beschreibung. Und kommentieren, Video liken, teilen, was weiß ich, was ihr damit noch machen wollt. Schreibt auf ein Plakat und hängt es in die Stadt. Bis dann.